Servus wieder mal bei AAS24, eurem Kanal und euer Online-Shop für den besten Sound im Auto. Heute geht es mal um Mercedes. Und zwar die C-Klasse, der Typ 204 oder 205 oder alles, was in diese Kategorie fällt. Wir bauen heute ein Eaton-Lautsprechersystem ein, damit hier mal echt vernünftiger Sound reinkommt. Weil das hier ist Standard und Standard ist meistens nicht gut. Also Leute, jetzt geht's los mit einem Soundcheck und zwar mit Songs von unserer Stereo CD Volume 5. Gibt's natürlich bei uns im Webshop zum Kaufen. Die Songs habe ich auf einen USB-Stick draufgepackt, weil das Fahrzeug hat keinen CD-Schacht. Ist ja auch super so. Und wir hören uns jetzt mal an, wie es denn jetzt klingt, bevor wir es umbauen. Und wir machen natürlich noch einen Soundcheck nach dem Umbau. Das interessiert euch wahrscheinlich noch mehr, aber ich pack jetzt mal hier ein bisschen was rein, was GEMA-freie Musik betrifft und muss euch dann leider rausnehmen, wenn ich die GEMA-pflichtige Musik anhöre. Aber jetzt erstmal was GEMA-freies und mal den ersten Eindruck von unserer Mercedes-Anlage. So, dann machen wir mal ein bisschen. Wo kann man hier vorspulen? Kann mir das jemand sagen von euch? Wie man bei einer Mercedes-Soundanlage einfach vor nichts kippt, es geht, aber vorspulen habe ich noch nichts gefunden. Also, so, aber weiter geht's mit Sound. So, kleines Fazit. Wir haben ja im Fußraum Subwoofer, die wir jetzt auch gleich austauschen, Mittel- und Hochtöner tauschen wir gleich aus. Aber man muss einfach feststellen, die Soundanlage ist erstens mal nicht besonders laut. Also muss man vielleicht auch mal dazu sagen, dass das eine normale Hörlautstärke vielleicht rechtfertigt. Aber wenn es zum Spaßfaktor übergehen soll, ist Schicht hier drin. Und auch die Musik, also die Stimmen und so weiter, das klebt vorne direkt. Man hört deutlichst, dass es aus genau den linken Lautsprechern rauskommt. Und von den rechten höre ich hier relativ wenig aus. Es ist sehr stark rechtslastig, die Musikinstrumente. Also in der Mitte findet fast nichts statt. Das finde ich echt extrem schade. Also der Sound löst sich nicht von den Lautsprechern weg. Das ist nicht besonders toll. Und der Bass, und wenn ich so Bom, Bom Lieder reinmache, dann fängt das alles zum Arbeiten hier in der Türe an, obwohl die Subwoofer unterm Sitz sind. Also irgendwie scheinen auch die Mitteltöner hier schnell überlastet zu sein. Und bei höheren Lautstärken, wenn ich dann also voll aufdrehe, habe ich auch tatsächlich schon so einen richtigen Musikmatsch. Also das klingt nicht besonders toll. Und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir was auswechseln jetzt, dass es dann richtig abgeht. Also fangen wir an, das ganze Ding mal hier unter die Lupe zu nehmen, wie man das Ganze auseinanderbaut und wie wir unsere neuen Komponenten installieren. Um was genau handelt es sich, wenn wir davon reden, aus Standard etwas Besseres zu machen? Wir haben hier von Eaton ein komplettes Lautsprechersystem, wo alle Stecker, alle Vorbereitungen für dieses Fahrzeug fix und fertig geformt und steckbereit sind, so dass man an der originalen Verkabelung vom Fahrzeug nichts kaputt machen muss, sondern einfach nur austauschen und richtig coolen Sound danach genießen. Unser Set, was wir für euch vorbereitet haben, heißt Mercedes C-Klasse Eaton Lautsprecher Set. Ja? Und Set sagt aus, da ist alles drin. Wir haben auch zu den normalen Lautsprechern alle passenden Zubehörteile, wie auch das bisschen Dämmmaterial, was wir brauchen, was sehr nützlich ist, legen wir euch hier gleich mit dazu. Und jetzt stelle ich euch mal die einzelnen Lautsprecher vor, was wir installieren. Das sind nämlich zum einen die 20 cm Subwoofer, die an der Motorraumwand in dem Fahrzeug
untergebracht sind. Alles passgenau und formgenau mit richtig Leistungsaufnahme möglich. Wir haben Mitteltöner dabei. Die Mitteltöner kommen natürlich in die Türe rein. Die werden wir auseinanderbauen und die Sachen einbauen. Genauso wie die sehr guten Hochtöner jetzt. Endlich mal richtige Hochtöne in dem Fahrzeug. In dem Standardset liegt natürlich auch hier die Frequenzweiche drin zwischen Mitteltöner und Hochtöner. Die wird installiert. Und alle diese Komponenten können auch einzeln gekauft werden. Also die Tieftöner können einzeln gekauft werden oder das Frontlautsprechersystem. Aber in dem Set, was wir für euch haben, damit alles rund ist, haben wir jetzt auch die Frequenzweiche drin für die zwei Tieftöner. Die braucht ihr nämlich, wenn euer Fahrzeug nur mit einem Tiefton ausgestattet ist und wir auch das Ganze ohne separaten Verstärker einfach so anschließen wollen, wie es gerade eben im Fahrzeug war. Und die passenden Frequenzweichen, um dem Mitteltöner den Bass wegzunehmen. Erst dann klingt es so richtig gut. Also die Kombination aus allem ist in unserem Mercedes C-Klasse Eaton Lautsprecher Set drin. Und damit seid ihr gewappnet. Und jetzt zeige ich euch, wie wir das Schritt für Schritt einbauen. Als erstes machen wir das Fahrzeug mal stromlos, damit auch einfach nichts passiert. Wir gehen damit an unsere Verkleidung hier dran. Die können wir hier mit zwei Schräubchen lösen. Und dazu müssen wir jetzt den Luftfilter hier aushängen. Ist aber absolut kein Problem. Und jetzt machen wir mal die Masse hier weg, damit das Fahrzeug überhaupt keinen Strom mehr hat. So, den ganzen Pol bloß abklemmen und fertig. Das war's. Als nächstes machen wir an der Beifahrertüre die neuen Lautsprecher hier oben rein. Und weil die Fahrertüre quasi die gleiche ist, sparen wir uns das. Wir zeigen das euch nur an der Beifahrertüre. Wenn wir aber die Subwoofer hier unten drin einbauen, da werde ich euch beide Seiten zeigen, also Fahrer- wie Beifahrerseite. Jetzt machen wir aber die Türverkleidung weg. Und dazu brauchen wir einen 30er Torx. Und da unten sind zwei Löcher drin. So, da gehen direkt so zwei Löcher rein, die sieht man von oben nicht, aber halt von unten. Und hier unten sind zwei Torx-Schrauben drin. Und hier hinten drin ist die zweite. So, man fühlt die. Wenn die zwei Schrauben gelöst sind, dann gehen wir mit dem Plastik-Remover-Kit hier unten rein und machen einmal Klick, Klack, Kluck. So, sind fast alle Clips schon weg. Da hinten ist noch einer. Und jetzt können wir das hier vorne noch zu uns ziehen. So, bis hierher. Und da hinten, Achtung, da bleibt es erstmal hängen, weil ihr müsst das letzte Stückchen nach oben raus. So, und jetzt ist es erst weg. Dann kann man das hier aushängen, den Türöffner, klick. Dann haben wir hier noch ein Steckerchen von dem Mitteltöner, weg. Und dann müssen wir die zwei hier noch aushängen. So, und dann haben wir die ganze Türe in der Hand und können auch die Lautsprecher gleich austauschen. Dann nehmen wir die Hochtöner-Verkleidung auch gleich mit. Die hängt mir hier vorne aus, schiebt die nach vorne rum. Und ihr seht schon, hier ist überhaupt gar kein Hochtöner drin. Das heißt, bisher hat den Hochtonbereich der Mitteltöner mitgemacht. Also, wir verpassen mit unserem Lautsprechersystem, dem Standard-Soundsystem von Mercedes, erstmal einen guten Hochtöner. Also überhaupt erstmal einen Hochtöner. Also ich freue mich schon tierisch drauf, was das für einen Sound gibt. Ihr habt ja gesehen, wie einfach jetzt die Türverkleidung wegging und die Hochtoneinheit. Und jetzt können wir den Hochtöner gleich integrieren und ich lege euch in euer Set noch einen Meter Bitumenband mit rein, weil das könnt ihr ganz gut brauchen, damit auch alles vibrationsfrei drin ist, weil die Türe und das Zeug ein bisschen arbeitet es mit. Dann können wir ganz froh sein drum, wenn wir hier noch ein bisschen Bitumenband mit reinmachen, bevor wir den hier reinmachen, den Hochtöner hier in diese Hochtonvorrichtung. Und der gehört jetzt einfach so rein, dass diese Kunststoffnase hier drin ist und das Ganze wird hier eingeklickt. Das war's schon. So, der ist drin. Und weil hier auch noch so Luft ist, also das gefällt mir nicht sowas, da machen wir jetzt eine Bitumenfuge unten rein, damit das nicht zum Klappern anfangen kann. Das Bitumenband ist das eine. Wir haben ja im Set auch dieses Schaumgummi mit drin, das wir jetzt hier noch mit anbringen können, damit es auch wirklich perfekt wird. So, lass die Nasen da dran frei. Die Nasen hier, die müssen ja nachher gleich in die Kunststoffverkleidung wieder rein. Und das können wir aber so lassen. Und dann ist das alles schön fest und macht keinen Ärger mit Vibrationen.
Und jetzt können wir das wieder hier oben einhängen. Und das war's schon. An der Türverkleidung müssen wir jetzt unseren neuen Mitteltöner austauschen und die zwei Frequenzweichen hinzufügen. Dazu können wir mal diese Dämmmatte hier vorweg wegnehmen. Aber so schaut es drunter aus. Und der Mitteltöner hier, der ist nur reingesteckt in solche Gummimuffen. So, braucht man noch nicht mal Werkzeug. Und jetzt könnten wir rein theoretisch den neuen Mitteltöner genauso wieder reinstecken. Aber ein kleiner Tipp am Rande, deswegen gebe ich euch auch Bitumenband mit. Wir müssen das hier ein bisschen abdichten. Also das tut dem Mittelton gut, weil hier dran ist ein Luftspalt. Man sieht den hier von unten, sieht man, ja, meine Finger. Und von der Seite ist es direkt hier unten dran. Also das ist akustisch nicht die perfekte Lösung. Deswegen machen wir hier unten so ein Bitumenbad rein, damit es möglichst dicht ist. Und auf der Seite müssen wir es auch noch ein bisschen dicht machen, weil wenn wir den Mitteltöner jetzt hier so reintun, dann haben wir eigentlich einen akustischen Kurzschluss, zwar bloß auf dieser kleinen Fläche, aber die offene Fläche ist nicht gut. Die machen wir jetzt dann gleich mit unserem Dichtmaterial dicht. Zeige ich euch, wie das funktioniert. So, schön rein. Voilà, das wäre fürs erste Mal getan. Jetzt können wir mal den Mitteltöner ansetzen. Den machen wir jetzt hier drauf. Und zwar richtig fest in diese Gummimuffen rein. Die gehen ein bisschen weiter rein, als man denkt. Richtig, jetzt wäre es rein theoretisch schon fertig, aber wir machen es natürlich besser. Wir machen jetzt noch die Mittelhochtonweiche rein und die Frequenzweiche, die den Bass aus diesem ganzen Mittelhochtonsystem rausfiltert. Dazu können wir die Frequenzweichen direkt hier anmontieren, da ist genügend Platz. Später auch drunter, wenn wir die Türverkleidung wieder an die Türe montieren. Dann können wir unseren Mitteltöner gleich mit anstecken. Und hier hängt das Hochtonkabel, wo wir den Hochtöner ja von der Seite noch später miteinander verbinden müssen. Und jetzt machen wir die Frequenzweiche, also hier so ein doppelseitiges Klebeband, können wir hier auch mit reinmachen. Und miteinander verbinden, da können die zwei miteinander zusammen. So, das Kabel machen wir gleich richtig schön rein. Und jetzt haben wir unser altes Lautsprecherkabel, das ursprünglich hier an den Mitteltöner ging, vom Fahrzeug, steckt man einfach hier an, damit ist das ganze Ding hier schon verkabelt. Die Frequenzweiche, die wir hier reinbauen, damit das Mittelhochtonsystem vom Bass her entlastet wird, die brauchen wir nicht installieren, wenn wir mit einem separaten Verstärker das Ganze betreiben. Aber wir haben ja jetzt bei uns in unserem Fall nur das Lautsprechersystem ausgetauscht am Originalradio. Und da empfiehlt es sich echt, diese Frequenzweiche mit zu installieren. Damit das Ganze dauerhaft hält und auch ein bisschen mehr gedämmt wird, haben wir ja extra unsere Optionsdämmmatte hier mit geliefert in diesem Lieferumfang. Und das können wir jetzt auch nutzen, um solche Sachen hier zu fixieren, um es quasi noch besser reinzukleben. Da ist noch eine Schraube. Das ist nachher die Öse, wo die Schraube durchkommt. Die dürfen wir natürlich nicht ganz zumachen, aber den Rest können wir eigentlich auch in dem Moment überkleben. Hauptsache, es ist ein bisschen Dämmung drauf. So, das machen wir weg. Schön in die Ritzen rein, damit sich das alles hier ein bisschen verengt und verklebt. So, man muss es nicht an der Stelle übertreiben. Wir haben hier bloß einen 10 cm Mitteltöner. So viel Vibration macht der nicht. Insofern können wir uns hier aufs Wesentliche beschränken. Aber so ein bisschen was empfiehlt sich halt einfach immer. Mit noch schmaleren Streifen können wir jetzt rings um den Mitteltöner einmal noch eine Dämmplatte anlegen. Weil genau hier ist ja praktisch das Epizentrum der Vibration. So, nicht zu viel abkleben. Also hier, das muss alles frei bleiben. Aber hier so eine schöne Kante außenrum,
Das ist auf jeden Fall von Vorteil. So, und vor allem da hinten drinnen nochmal, weil wir ja da dieses große Loch gehabt haben, dass wir das möglichst dicht kriegen. Haben wir ja vorhin schon mit Bitumen ziemlich zugemacht, aber wir können natürlich hier auch noch mit unserer Dämmmatte hier noch alles abdichten, damit das wirklich optimal klingt zum Schluss. Wir haben ja hier eine große Dämmmatte mit drin, wo wir quasi die erste Hälfte auf die eine Türverkleidung drauf machen können, weil woanders gibt es keinen Sinn mehr, das Material anzubringen. Deswegen schauen wir, dass wir alles verarbeiten und das können wir natürlich auch hier auf diese großen Flächen noch mit drauf packen. Das Papier, habe ich erst letztens in einem anderen Video schon gesagt, das ist grundsätzlich nicht gut, wenn es dann auch noch rumklappern anfängt und zum Vibrieren anfängt, machen wir das am besten weg. Wieder aufpassen auf diese Schraubendurchführung. So, aber alles, was jetzt nicht nied- und nagelfest ist, können wir mit dem Material überziehen. Die originale Schallmatte können wir jetzt natürlich auch wieder anbringen. Drunter haben wir schön gedämmt und damit erstmal alles gut. Als nächstes können wir, damit wir uns beim Einfädeln leichter tun, den einen Clip, wo wir vorher erst nach oben ziehen haben müssen, rausmachen und erstmal wieder hier in die Führung einführen. So, und jetzt können wir nämlich alles von vorne wieder reinklippen. Und jetzt schließen wir an. Einmal den Hochtöner. Dann haben wir, das war der Anschluss hier. Und dann haben wir den Zugang für unser Lautsprechersystem. Den haben wir, den können wir da durchführen, zu unserem Eingang von der Frequenzweiche. Halt andersrum. So, auch dran. Und jetzt ist eigentlich alles hier zum Einhängen. Jetzt natürlich nicht vergessen, den Türöffner wieder dran zu machen. Nein. Und hier einhängen. Den Türpin erst in die entsprechende Öffnung rein und jetzt können wir hier wieder alles anklippen. Das war's. Zwei Schrauben rein, fertig. Als nächstes muss das Runde ins Eckige, also in dem Fall unser Subwoofer, da unten rein. Und dazu müssen wir jetzt am besten den Sitz hier lösen. Und dazu brauchen wir einen, was ist das hier, einen E14 Inverse Torx. Ja, ist jetzt nicht so geläufig, aber gibt es wahrscheinlich in jedem Bauhaus. Baumarkt. Mann, hier keine Schleichwerbung. Das gleiche hinten. Fangen wir den Sitz ganz nach vorn. Ich empfehle euch auf jeden Fall, die vier Schrauben für den Sitz zu lösen, um ihn jetzt nach hinten klappen zu können, damit wir den Teppich vorne ordentlich rausnehmen können. Auf der Beifahrerseite mag das noch ohne das Sitzausbauen funktionieren. Spätestens auf der Fahrerseite mit der Pedalerie vorne dran müsst ihr den Sitz sowieso lösen, damit ihr den Teppich ordentlich rauskriegt. Und jetzt machen wir diese Schwellerverkleidung weg. Und zwar einfach nur, die ist gesteckt von vorn bis hinten. Also da braucht es wirklich nichts dazu. Und jetzt kann man hier den Teppich, schaut ihr, der ist hier komplett gelöst. Das heißt, wir können den jetzt rausziehen und sind dann da, wo wir hinwollen. Jetzt machen wir den Deckel hier unten dran weg. Da ist eine einzige Schraube, die müssen wir hier links lösen. Das ist eine 20er Torx. Und jetzt können wir das hier oben ausklippen und haben den schon in der Hand und machen zwei Steckverbindungen weg. Jetzt machen wir den Plastikdeckel hier weg. Das sind nur 10er Muttern, die wir hier lösen müssen. Und jetzt können wir die Kunststoffplatte hier wegmachen. So.
Und ihr seht schon, hier haben wir noch relativ viel Platz, falls wir mal einen Verstärker mit dazu machen wollen. Ansonsten machen wir jetzt weiter mit dem Entfernen der Metallteile hier. Und zwar einmal gibt es hier drin eine Schraube, weil das ist bereits der Woofer, wo wir hinwollen. Da bauen wir aber nur schnell diese Halterung hier weg, damit wir ordentlich rankommen. So, gelöst. So, nächste. Und hier hinten drin ist noch eine. Die müssen wir uns noch krallen. Dann ist das Teil hier auch gleich weg. Jetzt haben wir das Ganze hier in der Hand. So, und jetzt können wir den Subwoofer mit den drei Schrauben lösen und rausmachen. Ganz schön warm heute. Und jetzt können wir den Subwoofer hier aus der Muffe rausziehen. Genau, da haben wir ihn schon. So, abstecken. Fertig. Schauen wir uns mal den Unterschied zwischen dem Originalwoofer und dem Austauschwoofer von Eaton mit mehr Leistung an. So im ersten Moment, okay, aber man sieht gleich, die Membranfläche hier ist größer. Das ist nämlich jetzt 20 cm und was da drunter ist, ist tatsächlich sowas wie ein 16er oder irgendwie sowas. Und wenn man den hinteren Antrieb mal anschaut, ja, hier sieht man richtig schön den Neodym-Antrieb vom Eaton. Und hier haben sie extra so einen Schaumgummi drauf gemacht, damit man wahrscheinlich nicht erkennt, wir machen es aber weg, ja, was da drunter ist. So, machen wir den mal raus hier. So, das ist ja süß, oder? Ist das ein kleiner Vergleich? Das ist ein Ferritmagnet. Der hat eh nicht so viel Leistung wie so ein Neodym-Magnet. Und selbst der ist um mindestens Faktor 5 größer. Das heißt, wir können jetzt richtig Leistung reinlassen, wenn wir das mal wollen, mit einer Endstufe, mit einer zusätzlichen. Da werden wir übrigens noch einen zweiten Teil machen, wo wir euch zeigen, wie wir dieses Lautsprechersystem, was wir jetzt mal auf fix austauschen, mit einem Verstärker noch mal mehr zum Powerspielen bringen. Aber jetzt machen wir weiter, Lautsprecheraustausch hier mit unserem Eaton und den können wir jetzt bereits schon wieder rein installieren. Das Teil hier, was wir von dem alten Lautsprecher gerade weggemacht haben, bauen wir hier wieder auf unseren neuen Lautsprecher drauf, weil der macht zum Schluss die Dämmung an die Fahrzeugwand hin. Glück. Und das Ganze kommt jetzt wieder rein. Da hinten rein und in die alten Schraublöcher ran und reinschrauben. So Leute, weil unser Standard Mercedes Soundsystem hat nur auf der Beifahrerseite den Subwoofer bereits installiert gehabt. Auf der Fahrerseite müssen wir ja jetzt den neuen Subwoofer erstmal installieren. Da ist nämlich noch gar keiner. Das heißt, wir verdoppeln unseren Bass, weil wir jetzt zweimal die Membranfläche drin haben, gegenüber der Serienausstattung. Und dazu brauchen wir jetzt diese Frequenzweiche noch, die wir hiermit andocken an dem alten Soundkabel, also vom Subwoofer. Und jetzt zwei neue Anschlüsse haben. Diese Frequenzweiche macht praktisch das Management zwischen dem linken und dem rechten Subwoofer. Brauchen wir nur dazwischen stecken, gar nicht viel denken. Dieses Kabel wieder in der alten Position einstecken und das Kabel bis in den anderen Fußraum rüberziehen, und zwar hinter der Verkleidung. Das ist alles kein Problem, zeige ich euch jetzt gleich, wie es geht. So, einmal hier ran und das zweite Kabel, das ziehen wir jetzt da hinten durch. Kommen wir auch gleich jetzt auf die Beifahrerseite. Die vier Schrauben vom Sitz habe ich für euch schon gelöst, sonst langweile ich euch. Und jetzt geht es darum, den Teil an Teppich rauszumachen. Also genau wie auf der Beifahrerseite geht auch auf der Fahrerseite die Schwellerverkleidung weg. Und jetzt schauen wir mal, wenn wir das jetzt hier nehmen, was passiert. Wir müssen das da hinten dran irgendwie lösen. Jetzt machen wir hier die zwei 13er Schrauben auf. Die habe ich schon gelöst. So, weg damit. Und jetzt schauen wir mal, jetzt haben wir das Gaspedal in der Hand. Und zwar ist hier noch ein Kabel. Lasst es einfach mal dran, bitte. Nicht wegmachen. Den oberen Deckel machen wir jetzt wieder weg. Da oben ist wieder eine Schraube drin. Wo ist sie denn hier? Jetzt
Schauen wir mal, der müsste wieder genauso geklippt sein. Aha. Ist das doch noch eine Schraube? Dann kommt das Baby hier raus. Hier oben drin ist nochmal eine 10er Schraube, die muss man auch noch lösen. So, da sind wir. Und jetzt raus mit dir. Jetzt haben wir. Und da ist das gute Stück. Da müssen wir nur abstecken. Den müssen wir herziehen. Und dann haben wir ihn draußen. Und was haben wir da noch? Da haben wir auch noch ein Steckerchen. Den müssen wir auch noch abstecken. So, auch weg. Und was haben wir jetzt noch? Hier ein Triegel drin. Ja, genau. So, den muss man nach unten rausmachen. Und dann haben wir den auch draußen. Hier ist der Bautenzug drin. Und den hängen wir jetzt aus. Da raus. So, und jetzt können wir den nehmen und natürlich auch hier rausnehmen. So, und damit haben wir den weg. Den Lautsprecher hier hinten, den müssen wir auch noch abstecken, damit wir das ganze Ding hier rausnehmen können. Das ist so ein Warnlautsprecher, der macht irgendwelche Warntöne bei 0 Grad und Co. Das kennt ihr ja wahrscheinlich alles. Also Leute, ich habe für euch jetzt den Teppich so weit zurückgezogen, ohne das Gaspedal abzustecken, um zu vermeiden, dass mir irgendwelche Fehler in den Steuergeräten abspeichern. Das wollen wir gar nicht, also lassen wir es, wie es ist. Ich habe den Teppich jetzt so weit zurückziehen können, dass wir quasi das, was ist denn das hier, Kupplungspedal und Bremspedal freilegen haben können. Und da kommen wir jetzt super hin, um den Rest zu verkabeln. Hier, das ist dieser Korpus, wo jetzt rauskommt, um unseren Woofer, unseren zweiten neuen Woofer einzubauen. Bei uns im Lieferumfang enthaltener Biplast, den können wir jetzt auch nehmen, um unsere Frequenzweiche unten beim Subwoofer, die wir jetzt nur zusätzlich mit reinmachen, einzuwickeln, damit da nichts scheppert. Kabel ein bisschen zusammen machen und unser selbstklebender Biplast einmal drumherum. So, und das Ganze können wir jetzt getrost hinter dieses Steuergerät reinlegen. Weil das fixiert sich jetzt selber. Jetzt können wir unseren linken Subwoofer auch anstecken und das Kabel jetzt hier an der Seite noch verlegen und festmachen. Und gut, das war's. Alles wieder zusammenbauen. So, jetzt bin ich schon vorgespannt wie so ein Gummiball. Jetzt haben wir ja zwei Subwoofer im Fußraum drin, anstatt nur einem, und haben neue Hochtöner drin, wo vorher keine drin waren. Und das Ganze natürlich mit einem qualitativ sehr hohen Equipment. Und jetzt machen wir mal einen Soundcheck. Los geht's! So, jetzt einmal aufgepasst. Jetzt gibt es ein kurzes Fazit. Und zwar habe ich jetzt einiges reingehört und vorher war ja auch die Stimmen so linkslastig. Das ist dann immer noch vorhanden, wenn man den Fader auf Center lässt, dass die hinteren Lautsprecher praktisch genauso laut laufen. Und durch das, dass die Lautsprecher hier vom hinteren Lautsprechersystem quasi direkt an meinem linken Ohr ist, sind die so laut, dass sich das Klangbild tatsächlich alles nach links rüberzieht. Wenn ich jetzt alles nach vorne drehe und die hinteren Lautsprecher quasi ausblende, dann habe ich auf einmal tatsächlich ein Lösen von diesen Lautsprechern, vom Sound, habe also, es ist jetzt nicht wie bei einer Soundprozessor-Endstufe, dass man jetzt sagt, boah geil, jetzt habe ich alles hier auf der Mitte vom Armaturenbrett, aber doch deutlich besser wie vorher. Und vor allem habe ich jetzt eine richtig schöne Brillanz im Hochtonbereich drin und der Bass schiebt schon mal ganz anders her, weil halt einfach die doppelte Membran, also eigentlich nicht nur die doppelte Membran, weil der vorherige Subwoofer war nur so ein 16er Lautsprecher da drin und jetzt haben wir zwei 20er Lautsprecher. Also man merkt deutlich im Bassbereich viel mehr Druck und nicht nur irgendein Druck wie vorher, so ein matschiger irgendwas Bass, sondern der macht jetzt wirklich einen auf konturierten
Bassschlag, wo man richtig auch merkt, also tatsächlich in der Bauchgrube ist jetzt übertrieben, es ist ja kein Subwoofer, wo so richtig reinknallt, aber es ist ein richtig schöner, konturierter Bass. Also jetzt würde ich sagen, klingt's so, wie es in einem Mercedes eigentlich klingen sollte, und vorher das war halt eher so langweilig. Aber jetzt haben wir es geschafft, ein neues Lautsprechersystem zu integrieren und das Ganze per Plug and Play, also völlig rückrüstfähig, leasingfähig, egal was, ist echt eine coole Lösung. Wer nach der Installation von diesem Lautsprechersystem noch Bock hat, dass es noch kräftiger und noch schubvoller und noch dynamischer spielt, der erwartet natürlich jetzt dringend den Teil 2. Da bauen wir nämlich dann eine Endstufe mit ein, damit das Ganze hier viel mehr Kraft noch kriegt und nicht vom Radio abhängig ist. Also schaut wieder rein, wenn es heißt Teil 2 für den C-Klasse Mercedes. Und ansonsten fragt ihr natürlich immer ziemlich oft, was kostet das, was kostet das? Dafür haben wir ja eigentlich unsere Videoseite. Den Link zu unserer Videoseite, zu diesem Video, haben wir euch im Videobeschreibungstext drin, wie auch alle anderen Links. Aber auf unserer Videoseite sind alle Artikel mit aufgelistet, mit dem tagesaktuellen Preis. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Olli.